Das lustigste Vorlesebuch der Welt. Vorwort. Seit 55 Jahren lese ich. Mit Lust, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Seit 56 Jahren lese ich vor. Wie das, höre ich sie rufen. Nun, seit 4 Jahren kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus. Neben ein paar weniger wichtigen Dingen hatte ich auch das Wesentliche, das absolut Unverzichtbare dabei. Den Strivelpeter. Und daraus las ich den Mitpatienten vor. Sie haben lange nichts bemerkt, aber irgendwann sagte einer, ey, warum hältst du das Baruch verkehrt rum? Weil ich die Geschichte auswendig kann, du Dumpfbacke, hätte ich sagen wollen. Das fiel mir aber nicht ein, obwohl es die Wahrheit war und ich habe mich ein bisschen geschämt. Tatsächlich hatte meine Mutter mir die Geschichte so oft vorgelesen, dass ich jedes Wort beherrschte. Das war eigentlich mein Eintritt in diese unseriöse Schaumreich, das sich Showbiz nennt. Tatsächlich habe ich mit 9 Jahren angefangen, semi-professionell vorzulesen. Auf dem Gymnasium. In jeder letzten Stunde vor den Ferien gab es keinen Unterricht. Sondern ein Schüler las irgendeine Geschichte vor, und zwar immer ich. Nicht, weil ich am besten konnte, das sowieso, sondern weil ich es unbedingt wollte. Vor 7 Jahren erfüllte mir der WDR einen lang gehegten Herzenswunsch. Eine eigene Buchsendung. Titel: Was liest du? Mein Konzept: Comedy mit Hilfe von Büchern. Seitdem lese ich ca. 100 Bücher im Jahr, zumindest die ersten 50 Seiten, immer auf der Jagd nach solchen, die erstens gut sind und zweitens zumindest einige Stellen haben, die ein Publikum zum Lachen bringen. Was den Zuschauer dann natürlich auch für das Buch einnimmt, denn es gibt viel weniger gute, lustige als gute, ernste Bücher. In der vorliegenden Sammlung finden Sie nun die besten Kurzgeschichten, Glossen, je nachdem, kurze, abgeschlossene literarische Einheiten, die für sich wirken, ohne dass man viel erklären muss. Deswegen habe ich die vielen Romane oder auch Sachbücher nicht berücksichtigt, vielleicht ein andermal. Natürlich machen diese Leseperlen auch beim Eigenverbrauch einen Heidenspaß. Aber das Besondere ist die Wirkung, die sie beim Vorlesen entfalten. Auch wenn sie nie den Gedanken hatten, Komiker zu werden. Wenn sie sich mit diesen Geschichten vor ein Publikum setzen, egal wie klein oder groß, werden sie ahnen, warum Komödianten wie ich so verrückt nach diesem Beruf sind. Andere zum Lachen bringen macht nämlich süchtig. Wenn man so vorzügliches Material hat, wie sie so leicht kein besseres finden werden, macht es doppelt Spaß. Deswegen danke ich an dieser Stelle den Autoren und Autorinnen sehr herzlich für ihre Bereitschaft, sich hier einvernehmen zu lassen, möge ihr Schaden nicht sein. Jetzt habe ich mich gerade versprochen, das macht aber nichts. Warte sie mal, sie lachen trotzdem noch an. Und nun viel Vergnügen, ihr Jürgen von der Lippe. Ah, der Lippe Jürgen, also natürlich der. Der hat das Buch zusammengestellt, aber ich darf es vorlesen. Dafür ist ja ein Vorlesebuch.